Es ist Dienstag, der 22. September. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag. Es heisst im Psalm 74, im 12. Vers: Gott ist mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Oder Paulus sagt in Philipper 4, 13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Welt, die Schrift und das Leben der Menschen erzählen von drei grossen sättigen Hilfsaktionen, wo man muss sagen, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Es gibt drei einschneidende und wirklich epochenmachende Hilfsaktionen von Gott, die geschehen sind. Die eine war ganz am Anfang der Zeit, wo durch einen einzigen Mann und seine Familie die Menschheit gerettet wurde. Die zweite ist in der Mitte der Zeit geschehen, wo ein Mann an einem Kreuz gehangen ist. Und die dritte ist uns in Aussicht gestellt, nämlich dann, wenn kein Mensch mehr überleben würde, weil es so schlimm wird hier auf der Erde, wird Gott kommen und eingreifen und allem Bösen ein Ende machen. Für die Mittlere vorwegzunehmen, das war ja auch so fast ein bisschen einer wie der Noah gewesen. Nur war sein Schiff nicht aus Holz gewesen, sondern es ist das Glaubensschiff. Oder Petrus hat mal gesagt, Taufe ist ja so wie ein Schiff, das uns rettet. Das heisst, der Glaube, den wir bezeugen, den wir gefunden haben, wo wir auch sogar mit der Taufe bezeugen, das ist der, der uns rettet in dieser jetzigen Zeit. Und da fragt sich, sind auch Spuren von dem zu erkennen, dass wir etwas Altes haben hinter uns gelassen, dass alles neu geworden ist und dass wir eigentlich zu einer neuen und erlösten Welt gehören. Einer hat mir seine Arme gezeigt, da habe ich überall Narben gesehen, hat gesagt, hier bin ich früher tätowiert gewesen. Ich habe meine Oberfläche vermietet für feistere Mächte und habe da all die Zeichen getroffen, wie eine Werbefläche. Dann habe ich gemerkt, als ich Christ wurde, das geht nicht. Ich kann nicht zur alten Welt gehören und noch zur neuen Welt. Und dann hat er das alles zusammen wegoperieren lassen. Seither sieht man noch ein bisschen etwas, dass da mal eine andere Welt war, eine andere Herrschaft über sein Leben. Aber jetzt steht er in etwas komplett Neuem. Wenn wir jetzt eine Kamera auf die ganz alte Welt richten, auf die erste Rettungs- oder Hilfsaktion, wo Gott als König in dieser Welt hat vollbracht, dann sehen wir auch hier die Spuren von etwas, was früher war, was es heute nicht mehr gibt. Es ist eine versunkene alte Welt. Wir wissen, sie war voll Gräueltaten. Gott hat sie vernichtet. Er hat nur mit dem Noah und seiner Familie einen Fortbestand der Menschheit gewährleistet. Aber sonst ist alles zurückgeblieben. Es ist wie Narben. Und hier in diesen Steinen im Gonigo-Gebiet sehen wir einfach Hunderte und auch Tausende von so Muscheln, die Zeugen davon, dass mal eine andere Welt hat existiert. Eine Welt, die jetzt hinter uns liegt. Eine Welt, wo Gott hat gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Es braucht einen neuen Anfang. Wenn wir die Kamera nochmal in unsere eigene Zeit zurückblenden, dann wissen wir, dass wir auch eine Sintflut hinter uns haben, die eigentlich alles ertränkt hat, was noch zur alten Welt gehört. Vorab ist Jesus ertrunken im Tod. Er hat aber auch alles mit sich genommen, alles Wüste, alles Böse. Und das müsste gar nicht mehr leben. Es müsste auch in unserem eigenen Leben nicht mehr leben, wenn wir so richtig drinnen würden sein, in diesem neuen Leben von Jesus Christus. Aber eben die Fossilien, das Frühere, ich denke, die Tätowierung, das ist nur so eine Version, aber all das Frühere, all das Alte, all das Sündige steht eben immer wieder auf. Das heisst, Fossilien können in unserem Leben da auch dort eben noch rumkriechen, rumkraken und sich bemerkbar machen. Das ist immer dann, wenn wir eine falsche Blickrichtung haben. Der Paulus sagt nachher, nein, es ist wirklich fossil, es ist hinter uns, es ist gestorben, alles vermanne ich durch den, der mich stark macht. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.